Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Davy und tue euch ganz herzlich zu meinem Let's Play von Resident Evil Revelations zurück. Begrüße mit der 6. Episode. Wir sind hier heiß in der Action. Und jetzt geht's auch weiter, ohne zu zögern. Guck mal, da ist schon der nächste Spaß. Gleich am Anfang. Geh doch. Komm, 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 komm. Yo, komm, nachladen, nachladen, nachladen. Komm, da springt mir zu viel. Ja, sehr schön. Gut. Echt? Würdest du es echt gern sein auf der richtigen Seite? So, jetzt. Yo. So. Meine Güte. Das war aus dem Nichts, die Spastis. So. Okay, da gibt's nur eine goldene Tür. So, und jetzt heißt es nach oben. Okay, jetzt kommen bestimmt auch noch ein paar Gegner. Bestimmt. Ja, sehr schön. So, wie viele Stockwerke müssen wir jetzt? Wir sind jetzt im 5. Okay. Ja, klar. Komm, bleib da. Wo du sein musst. Bleib da unten, genau. Halt die Gosch. Oh, rein, weiter. So, okay. Da rechts ist keiner und um die Ecke kommt auch keiner geschossen. Gut. Und von da ist auch keiner. Ah, aber wir haben da ein paar Granaten und Muni. Sehr schön. So, weiter geht's. Okay. Jo. War doch klar. Da sind schon ein paar. Da rennt er schon. Komm. Bob, hier bin ich. Boom. 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 In your face, bitches. Was geht? Bitte, hast dir nicht gereicht. Komm, du auch. Komm, nochmal. Bup. Das macht schön, ne? Das macht Spaß, mal. Gell? Bup, bam. Immer noch in your face. So. Gut, da ist noch einer. Hallo, mein Freund, was geht? Haha, hallo, ich hab so viel Spaß und boom. So, das reicht doch, oder? Ja, das reicht für dich. Sehr schön. Braver Junge, geh sterben, nehme ich. So, gut. Dann suchen wir mal. Oh, wir haben wieder Muni. So, okay, das ist voll geladen. So, ich glaube, ich wechsle wieder auf die P90 langsam. Ah, da haben wir noch ein Kraut. So, das Kraut nehmen wir natürlich auch mit. So, was geht sonst hier? So, da haben wir noch Schränke. Okay, ein Schrank, gar nichts. Im nächsten Schrank auch nichts. Eieiei. Das ist doch echt unmöglich. So. Okay, ich glaube, das war's eigentlich von den Schränken her gesehen. Uiuiui. Ah, da hinten sind noch ein paar. Die habe ich nicht gesehen. Ey, das geht mir echt sowas auf den Senkel, dass man nicht rennen kann. Ich glaube, das ist das, was ich auch an dem Spiel bemängelt habe. Obwohl es von der Atmosphäre her richtig gut ist. So. So, gut. Das heißt nur der Weg. Okay. Nein, wir müssen hier durch. Hier können wir durch. Hilf mir mal. Komm her. Okay, ich komme. No, jo. Um Himmels Willen. Jessica, schnell. Klar, weiß. Gerade eben noch knapp hinten dran gewesen, die Viecher. Und jetzt waren sie 5 Kilometer weg. Ja, und anscheinend wird es nicht das einzige, nicht so einfach sein, an den Aufzug zu kommen. Ah, guck mal, da ist wenigstens Shotgun, Shotgun. So, nachladen. Nicht nachladen, okay. Brauchen wir nicht. So, da haben wir was. Da auch was. Sehr schön, okay, da können wir die restlichen nicht mitnehmen. Aber da ist noch ein bisschen Kraut. Gut. Alles mitnehmen, bevor wir den Aufzug betätigen, weil ich glaube, da geht es jetzt gleich rund wie Schmitzkatze, ey. So, da haben wir noch ein bisschen Muni dann. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, und jetzt einmal Aufzug betätigen. Weil das dauert, bis der jetzt kommt. Ach, komm schon. Sie sind gleich da. Ja, sie sind gleich da. Ach, guck mal, da sind sie schon. Ja, das glaube ich auch. Nein! Laber nicht! Das war fies!
Ach komm. So. So. Das war's. Weiter. Brav. Ach, die Shotgun. Ich liebe die Shotgun. Die habe ich schon bei Evil Within geliebt. So. Jo, klar. Weißt du, jetzt machen wir es ganz anders da. Es reicht mir jetzt. Oh. Wo? Ah, da. So. So, da drüben waren ja noch ein paar Patronen. Wo? Jo, klar doch, weiß. Reicht's nicht langsam? Du Vogel. So geh sterben, genau. Schluck, du Luder. Ja, klar. Ja. So, zack. Das reicht. Jo. Komm. Reicht es nicht für dich langsam? So. So. Gut. Jo, klar doch. Weiß, Bub. Ich hab echt nichts Besseres zu tun, mich mit euch rumzuschlagen gerade. Ah, guck mal, da ist er doch mal endlich. So. Guck mal, der hat sogar einen Flip gemacht gerade. Einen schönen Shooting Star Flip. So, zu mit dir. Meine Güte. Alter Falter. Unmöglich, ey. Jo. Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass morgen die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja, von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Nur, dass diesmal Umbrella nichts damit zu tun hat, sondern Veldo. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. So, Helikopterplatz. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? So, und da ist der Helikopter. Hey, Luke, wir müssen los. Okay, die Dame zuerst. Gut. Ausgelöscht. Ja.
Wir wollten helfen und konnten nicht. Buja! So. Der erste Teil von der Episode ist auch somit beendet mit 17 Minuten Spielzeit. So. Es würde mich ganz ehrlich interessieren, wie es wirklich auf dem 3DS aussieht. Also, mir gefällt die Grafik. Also, auf dem 3DS hätte sie bestimmt bombisch ausgesehen. Da bin ich mir 100% sicher. Also, von der Zwischensequenzen, glaube ich, haben die jetzt nicht viel großartig verändert. Die Zwischensequenzen sehen ja auch schon gut aus. Sie haben sie bestimmt nur hochskaliert, ein bisschen, sag mal, verfeinert. Auf dem 3DS muss es auch schon geil aussehen. Ich glaube, ich muss es mir auch für eine 3DS zulegen. So, 21 Uhr, die Brücke. Ich hasse Brücken. Du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen. Auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Ja, da muss ich recht geben, aber anscheinend ist dieser Raymond ein, ja, sogar ein Rekrut von unserem guten Freund hier, unserem guten russischen Freund gewesen. Ach, hallo, mein Freund. Jo, komm. Zack, scan. So, was geht hier noch? Da ist noch eine Tür. Was geht hier drin? Ah, interessant. Was haben wir hier? Der Steuerradschlüssel aufgenommen. Cool. Da könnte man ja rein theoretisch jetzt wieder zurückgehen. So, da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir was. Da haben wir was. Ein BOB-Falle. So, da ist noch Muni für die Shotgun. So, aber trotzdem schaue ich mal hier. Gibt es irgendwas zum Scannen? Irgendwas Wichtiges? Ah, da hinten ist ein Kit. Das habe ich erst gerade eben gesehen. Hier, das ist ein Kit. So, Spezialzubehör aufgenommen. Gut. So, ansonsten gibt es hier nichts. Alles klar. Kann man hier irgendwas scannen? Nö. Nicht. So, was haben wir da hinten? Da haben wir noch eine Tür. Da können wir sogar einmal das Steuerrad benutzen. Okay, verwendet. Aber wir haben es ja noch. Da hinten war ja auch noch was. Türmäßiges. Also das ist der Aufzug, okay. Funktioniert nicht. Fail. So, was geht hier? Gar nichts. Gut, aber das würde mich echt sowas von reizen. Wie sieht das eigentlich wirklich auf dem 3DS raus? Also so richtig noch vom Feeling her. Was haben wir hier? Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin nicht hier gefangen. Hier gibt es Monster, echte Monster. Die Leute sind hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebende. Verdammt, das ist das Ende. Genau, das war bestimmt... Oh, guck mal. Da haben wir doch einen Teil für die Schrotflinte gefunden. So, was geht hier? Geschichte der Queen Zenobia. Tonnage, okay. Naja. Mhm. Flaggschiff der Paracus-Linie wurde... Ich glaube... Allop. So, Tonnage. 148.000 brutto Registriertonnen, okay. Verdrängung 90.000 Tonnen, okay. Länge, das interessiert jetzt. Antrieb elektrischer Dieselantrieb. Besatzung 1094 Offiziere und Mannschaft. Passagiere 2200, okay. Das Flaggschiff der
Parakuans Line wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 1930ern nach Empfehlung dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfe, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichteten von den Auszeichnungen, die dann das Design erhielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurde. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia wie auch ihr Schwesterschiff reif für die Abwrackwerft. Abwrackwerft, okay. Zum Glück wurde sie von der Parakians Line erworben. Ihre Dampfturbinen wurde durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert. Das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiges Luxusliner. Liner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrika-Fahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird noch für viele Jahre ihren Passagieren viele Freunde bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995. Alles klar. So, und was geht mit dir? Ah, guck mal, das war mal der Kapitän. Sogar Martin. Würmer aus seinem Maul rauskommen. Alles klar. Wie schrecklich, muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Alles klar, so. Dann scannen wir mal. Gibt's was zum Scannen? Gibt's was zum Scannen? Außer bei dir. Aha. Und er hatte ein Objekt im Magen. War doch klar. Ah, 3 Patronen für die Schrotflinte. Alles klärchen. So, was geht hier? Oh! Karte, oberen Innenräume aufgenommen. Okay, wir haben jetzt... Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Aha, okay. Really, really interesting. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal hin. So, aber wir haben jetzt schon mal einen wichtigen Schlüssel. Oh, wo haben wir jetzt die Lampe her? Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir das dabei. Wie der Russe nicht genau drauf eingehen will, der Baker. So. Ja klar doch, weißt. Reicht's nicht mit dir. So, geh sterben. Wenigstens will ich dich noch scannen. Hallo? Jetzt. Hallo? Jetzt? Komm. Jetzt. Meine Güte. So ein Hexenfett. Wegen so einem Spasti. Da ist bestimmt jetzt auch noch einer, oder? Nein, Gott sei Dank, ey. Jodele. Dun. 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 So, obere Kabinen. Dann gehen wir mal zurück zu den oberen Kabinen. Und holen uns erstmal die Schrotflinte, erstmal würde ich mal sagen. Schön, ganz schön. Okay. So, wenn wir hier jetzt speichern, werde ich auch hier mit dem Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von Resident Evil Revelations. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.